Aha. Das war nicht der Dormast. Okay, erkunden wir das Bild mal von links nach rechts. Da muss ein Buch drauf. Ich denke, dass dieses Stück ausgefeilter Technologie dazu da ist, ein Buch zu halten. Ich befürchte, wir müssen noch ein Buch besorgen dafür. Wer lässt denn so etwas unbewacht rumliegen? Ach so, der Diamant ist nur aus Plastik. Trotzdem sehr scharfkantig. Ohne Kerzen sind Kerzenständer ziemlich nutzlos. Wir werden auch Kerzen durchbesorgen. Die Tür im Altar ist verschlossen. Hier kann man den Bund der Ehe eingehen. Äußerst romantisch. Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Der steht gut. Ich weiß. Der ist schön kühl. Ein Champagner-Kühlhaltegerät. Das ist... Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Gruseliger Teddy. Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Da hängt ein ziemlich wirrer Flyer über Verschwörungstheorien. Ich glaube, den will ich nicht. Seitdem alte Leute es irgendwie geschafft haben, sich bei Facebook einzuloggen, ist die Verbreitung solcher Geschichten rasant gestiegen. Hier steht irgendwas darüber, dass durch sogenannte E-Zigaretten die Gehirnströme der Menschen kontrolliert werden. Natürlich. Sieht nicht appetitlich aus. Aber wir nehmen es trotzdem mit. Das hilft mir. Ich will die beiden... Das erst lässt, mal alles mit allem kombinieren. Das lässt sie... Ich will kein... Das hilft mir. Ich will kein... Das hilft... Das lässt sie... Die beiden... Das hilft vielleicht mir. Ich will mal hier noch irgendwann die irgendwas... Ich will kein... Damit war eins von beiden Sachen bei Lefties verbringen können. Die beiden... Das lässt... Das hilft... Glaube, das wäre ein... Das hilft... Die beiden... Glaube, das... Das lässt... Die beiden... Das lässt... Das hilft... Glaube, das... Die beiden... Das lässt... Das hilft mir... Die beiden... Das lässt... Das hilft mir nicht. Das lässt... Das haben wir noch nicht mit allem. Die beiden... Rauchen... Die beiden Sachen... Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und falsche Item-Kombinationen die Nerven des Protagonisten. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen... Rauchen... Das hilft... Rauchen... Das lässt... Das hilft... Die beiden... Das lässt... Das hilft... Die beiden... Rauchen... Das hilft mir. Ja. Stöpselförmige Schachfigur. Ja. Diese Schachfigur... Bestimmte Schachfigur. Diese Schachfigur erinnert mich an irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Na sicher. Das hilft mir ist die beiden. Das lässt die beiden. Das lässt mir ist. Das hilft mir ist die beiden. Das hilft mir. Das lässt natürlich nicht miteinander. Die beiden. Das hilft mir nicht. Das lässt mir ist. Das lässt mir ist. Das hilft mir nicht. Aber hier können wir doch bestimmt noch ein. Ich nehme erstmal den Flyer ab, der da hängt. Und eins weniger. Und wir haben hier Flyer. Steht irgendwas da. Hallo. Was gibt's? Macht es Spaß, in einer Pfandleihe zu arbeiten? Oh ja, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Der Laden hat meinen Eltern gehört und ich habe ihn vor ein paar Jahren übernommen. Immer wenn ich hier arbeite, muss ich an sie denken. Einige Sachen liegen hier schon seit Jahrzehnten rum. Ist das nicht toll? Eigentlich nicht, nee. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen das Stunde. Das kann man brauchen. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost Ages. Was kostet das? Sammlerstück. $100. Ich nehme aber nur Cash. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Second-Hand-Objekt eintauschen. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Aha. Was ist das für eine komische Figur? Das ist eine sehr seltene Sleaze Wars-Figur. Die Sklavenprinzessin hat sogar einen abnehmbaren Gold-Bikini. Oh, unglaublich wertvoll.
Immer noch original verpackt. Sogar die Luft darin ist noch aus den 70er Jahren. Wie können wir daran kommen? Die Figur würde ich gern kaufen. Gern. Mach $1000. Einigen wir uns auf $3. Nein, tun wir nicht. Die Figur? Gern. Vielleicht kann ich auch anders zahlen, wenn du verstehst, was ich meine. Hm? Danke, ich brauche gerade nichts zu essen. Die Figur? Gern. Nein, das ist mir zu billig. Okay, bekommen wir die Figur. Bis später. Also in den Hintergrund kommen wir vielleicht. Das ist keine gute Idee. Nein. Second-Hand-Objekt. Eher nicht. Wo kriegen wir eine zweite Hand her? Da ist eine zweite Hand in dem Laden von dem. Von der. Na komm schon. Vier richtige diesmal. Bingo. Im Sexshop. Gib mir die zweite Hand. Sticks? Wer will das wissen? Ich bin Larry. Larry Leffer. Lemmer schickt mich. Bist du Sticks? Ja, lass mich in Ruhe. Ich mag ja die Stones. Du siehst total wie ein Rocker aus. Ach, Sticks und Stones, aha. Tröste dich, mir geht's mit dem dauernd so. Lemmer ist ein heißer Feger, was? Eine Nervensäge. Sticks, hör auf mit den Pferdewetten. Sticks, hör auf mit dem Hütchenspiel. Sticks, hör auf mit dem Hotdog-Wettessen. Sie lässt mich einfach nicht die Person sein, die ich bin. Schlagzeug hat ja kaum was mit Musik zu tun. Naja, stimmt wohl. Immerhin ist es laut. Komm mit. Lemmer wartet auf dich. Auf keinen Fall. Sie will, dass wir in dieser grässlichen Hipster-Bar auftreten. Da gibt's kein Bier, da gibt's nur Smoothies. Wenn Lemmer sich dem kapitalistischen Schweinesystem hingeben will, ohne mich. Du kannst dir ausrichten, dass ich aus der Band aussteige. Ein Genosse. Aber hier können wir doch bestimmt die Münze prägen lassen. Hm. Ist einfach wieder rausgefallen. $0.25 werden hier wohl nicht gewünscht. Verdammt. Besser nicht. Wäre so gut gewesen. Die beiden Sachen. Sollte gehen. Das ist ja sehr altes Gold. Ja, die Maschine hat den Zahn zu einer Münze geprägt. Cool. Damit können wir doch jetzt bestimmt. Du kannst dir ausrichten, dass ich aus der Band aussteige. Okay, das richten wir ja aus. Hey! Ja? Ich bin Larry Leffer und ich wette, du heißt Dusty Rabbit. Sag mal, geht's noch? Dir ist schon klar, dass du ganz tief in die klischeehafte und rassistische Schublade greifst. Guck mal, ein rauchender Indianer. Der hat sicher einen Namen mit Qualm und Tiernamen. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Wie heißt du denn? Smokey Bear. Okay. Du hast aber eine komische Zigarette. Hast du noch nie eine E-Friedenspfeife gesehen? E wie Extrapolationsannäherungskurve? E wie elektrisch. Bist du ein Roboter? Du bist wohl echt von gestern. Eine elektrische Zigarette verdampft die Inhaltsstoffe und kommt ohne Nikotin aus. Die modernen Flüssigkeiten, die verdampft werden, bestehen aus ganz natürlichen Zutaten. Naja. Was machst du so? Lass mich raten. Du vermutest jetzt, dass ich hier Glücksspiel veranstalte. So wie wir das damals in unserem Reservat durften, richtig? Das ist eine böse Unterstellung. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste Casino von New Lost Wages. Es ist aber nur ein böses Gerücht, dass meine Vorfahren es auf einem alten Indianerfriedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren. Kann ich diese E-Zigarette haben? Auf keinen Fall. Mein Körper braucht diese organischen Stoffe, die die Zigarette verdampft. Ich habe noch nie gehört, dass diese E-Zigaretten irgendwie schädlich sein sollten. Nein, wieso? Bis später.
Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wir müssen ihn irgendwie sabotieren, den... Das hilft mir nicht. Ich glaube, das wäre eine komische Geschmackskombi. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Warum eigentlich Lukas? Warum nicht? Warum nicht? Das ist immer eine gute Antwort. Das sind wir wieder hier. So, mit der Münze kommen wir doch bestimmt. War das hier? Wo stand der Auto? Wo war der Automat, mit dem war? War das dort in der Stadt? Nö. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Ich habe 10 Automaten. Nö. Oh, aber wir müssen hier. Lemon, immer ausrichten. Ich habe schlechte Nachrichten. Was? Styx sagt, dass er aus der Band aussteigt. Dieser verfluchte Zocker lässt mich einfach so hängen. Dabei könnte der nächste Gig unser Durchbruch sein. Okay, das war's. Die Band ist Geschichte. Ich habe keinen Drummer mehr und meine Gitarre ist auch noch geklaut worden. Ohne die Gitarre fällt das Konzert ins Wasser. Gib noch nicht auf. Vielleicht kann ich noch etwas ausrichten. Ich werde schon rausfinden, wo die Gitarre ist. Ich lasse mich gern von dir überraschen. Ja, jetzt müssen wir auch noch eine Gitarre suchen. Fantastisch. Mac-Quests. Das hilft mir nicht. Gab's hier einen Automaten? Besser nicht. Larry, komm rein. Wo hat man denn den Automaten? Ach, auf der Toilette. Erstmal hier durchleiten. So, vielleicht neue Matches kriegen. Was hier nicht der Fall sein wird. So, Münze rein. Die hat er genommen. Okay, was will ich denn? Okay, wir brauchen irgendwas. Secondhand-mäßiges brauchen wir. Können wir vielleicht die zweite Hand durch den Fuß mit daran nehmen? Das würde klappen. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Ja, vielleicht können wir. Tja. Okay. Ein Mini-Vibrator. In vielen Lebenslagen. Unverzichtbar. Oh, die sind wohl ausverkauft. Okay. Dann nehmen wir wohl. Was will ich denn? Mein Lieblingsgeschmack. Obwohl, wenn die Dinger so alt sind, wie dieser Automat aussieht, lasse ich es lieber. Okay. Okay, das können nur die Soße. Verdammt. Das hilft mir nicht. Ja. Besser nicht. Mir ist nicht nach Schach. Wir haben auch kein anderes Behältnis. Was hier drauf? Ja, das passt da rein. Okay. Einmal Szechuan-Soße für den Corndog. Kommt sofort.
Blach. Okay. Was können wir damit machen? Aber wir haben jetzt eine Idee, wo wir mit dem Fotografen darüber reden, wo wir ein Foto machen können. Hey, Larry. Ich habe eine Idee. Na dann schieß mal. Pier 69 steht für Passion. Larry, ich könnte dich küssen. Das Licht dort ist um diese Zeit perfekt. Bald ist die goldene Stunde. Oh, dann nichts wie los. Du bist ja stürmisch. Der Ort weckt in mir leider einige traurige Erinnerungen. Wenn ich heute etwas gelernt habe, dann, dass man nicht zu sehr der Vergangenheit nachhängen sollte. Du bist nicht nur witzig und gut aussehend, du bist auch noch weise. Der Unter geht auf mich. Aber ich muss wieder die ganze Arbeit machen und den Unter rufen. Augenblick. Ich sehe gerade bei Timber, dass meine alte Flamme sich dort aufhält. Oh je. Ich kann dir helfen, die Begegnung möglichst angenehm zu gestalten. Es ist komplizierter, als du denkst. Bevor meine alte Liebe nicht dort abhaut, habe ich heute leider kein Foto für dich. Dann sorge ich mal dafür, dass sie von dort verschwindet. Wir sehen uns später. Okay, jetzt müssen wir noch... Warte mal kurz, Können wir zwei Tantenchen Zickenkant Ding mitnehmen. Dagegen wäre auch zu billig gewesen. Obwohl, welcher Gig ist hierfür schon zu billig? Die alte Flamme ist wahrscheinlich sie hier. Ich befürchte es. Oder die Taube. Sie würde nur wegfliegen. Laut Wikipedia überlebt diese Spezies nur durch die Fütterung von Menschen. Über die Jahre hat diese Spezies einen Geschmack für besonders ekelhaftes Essen entwickelt. Ah, dann kann man hier vielleicht besonders ekelhaftes. Hier, mein kleines Täubchen. Oh ja, das gefällt ihr. Was macht sie denn jetzt? Oh, die hat das Barbarenbräu auch nicht vertragen. Tja. Oh oh, das könnte ins Auge gehen. Oder in den Drink. Ich glaube, das sollte mal reichen. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich mir auch nicht erklären. Ich weiß nicht. Frauen sind schon komisch, Shit. Oder? Männer sind sowieso besser, oder? Du sagst es. Ich meine, es geht nichts über Titten und Muschis. Du bringst mich voll durcheinander, Mann. Mein Blutzucker ist komplett im Arsch. Nur wegen deinem Geschwätz. Becky und ich wollten gerade essen gehen. Super, aber daraus wird jetzt wohl nichts. Weißt du, worauf ich mal wieder so richtig Bock hätte? Weltfrieden? Szechuan-Soße. Die gibt es doch überall. Ah. Ja, aber nicht diese eine spezielle Sorte, die man kaufen konnte, als ich noch klein war. Das war die Szechuan Crazy Fanboy Edition. Und die gab es nur kurz. Ist schon lange ausverkauft. Beste Soße aller Zeiten. Wenn jemand im Internet eine Packung anbietet, kommt es am Wohnort des Verkäufers zu Straßenschlachten. Noch einmal die Szechuan Crazy Fanboy Edition so. Wir können Mutti das grüßen. Bitte sehr. Ein Corn Dog mit der seltensten Szechuan Soße überhaupt. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corn Dog. Wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Die ganze Soße zu schlecken. Super-Hit-Tor.
das war himmlisch. Du hattest wohl echt Hunger. Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Das liegt nur an den Frauen. Ach, ich will es auch nicht auf die Frauen schieben. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Verdammt. Ein ganzer Corndog. Mit Sichuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Natürlich. Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme inzwischen verschwunden ist. Danke, Larry. Leider haben wir die goldene Stunde jetzt verpasst. Verdammt. Wenn das nur entfernt etwas mit Golden Shower zu tun hat, bin ich raus. Wir sind ja nicht im VIP-Bereich von Hell's Pawn. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Mhm. Der Mond ist schon die ganze Zeit da. So, wie können wir dir den Hintergrund? Was ist das? Es zeigt. Was kostet das? Sammlerst. So viel Geld. Naja. Ich versuche sowas. Bis später. Was können wir ihr anbieten? Er kauft mir Secondhand nicht. Das würde ihr. Das ist keine gute. Das Pflaster ist ganz bestimmt Secondhand. Eher nicht. Für einen Dollar? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Das ist keine gute. Das würde ihr bestimmt nicht. Das ist keine gute Idee. Okay, vielleicht ein Plakat. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt. Hm. Das ist keine gute Idee. Das würde ihr bestimmt. Das ist keine gute. Eher nicht. Das ist keine. Okay, ich fürchte, wir haben nichts. Eher nicht. Okay, was können wir gegen dich tun? Eher nicht. Ist Styx eigentlich dein Spitzname? Ach was, das ist mein Künstlername. Ich heiße Ulrich Styx, dänisch-griechische Vorfahren. Lemmers Gitarre ist verschwunden. Weißt du was darüber? Nein, das geschieht ihr ganz recht. Einen Denkzettel hatte sie schon lange mal nötig. Bis später. Hau nichts kaputt. Was können wir mit ihm anfangen? Tja, keine Idee, wie wir in den Hintergrund kommen. Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Komplettlösung hat mir schon was verraten, was ich schon befürchtet habe. Secondhand-Shirt. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen, oder? Komplettlösung. Oh Gott. Aber wie... Irgendwie
Irgendwas riecht doch. Aha. Käsig. Boah, dieser eine Dildo riecht wie alter Käse. Ah, da kommt der Geruch also her. Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Danke. Der ist auf jeden Fall herzlichen Tant. Wirk. Oh, warum der wohl nach Käse riecht? Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Und das ist gut so. Ja, das ist besser so. Das hilft mir nicht. So, ich habe was Widerliches für dich. Wow, dieses Second-Hand-Schild ist ja super vintage. Würdest du das tauschen? Du kannst dir irgendwas aus dem Laden aussuchen. Dieses Fotopanorama. Okay, einen romantischen Sonnenuntergang. Bitte sehr. Fantastisch. Hallo. Was gibt's? Die Figur? Gern. Vielleicht. Danke. Ich kann mit die Figuren was anderes eintauschen. Oh mein Gott, nimm das Ding weg, du Perversling. Ich glaube, das war jetzt ein Missverständnis. Oh mein Gott. Ich glaube, besser nicht. Ich dachte, wir können das gegen die... Hallo. Was gibt's? Was ist das für ein... Das ist eine, die Sklave... Unglaublich. Die Figur? Gern. Mach. Vielleicht. Danke. Bis später. Tja, oder auch nicht. Aber wir haben den Hintergrund. Wow, das ist ja perfekt. Und so schön vintage. Die goldene Stunde. Lass uns direkt mit dem Shooting loslegen. Fantastisch. Na toll. Hey! Das sieht ja genauso aus wie vorher. Ich leg mal einen Filter drüber. Wie wäre der hier? Oh. Na, zufrieden? Wie findest du dich jetzt? Hey, wo ist der Waffenschein dafür? Prima. Aber ich habe noch eine kleine Bedingung, bevor ich dir das Foto gebe. Welche? Ich will einen Tanz mit dir. Im Hell's Pawn. Im Darkroom. Wenn es sonst nichts weiter ist. Night Fever, Night Fever. Langsam, langsam. Heb dir das für den Club auf. Ich gebe dir schon mal ein paar Punkte auf Timber. Was? Nicht die Höchstpunktzahl? Die bekommst du, wenn mir dein Tanz besonders gut gefällt. Also, das wir sehen uns nachher im Hell's Pawn. Geht klar. Hey Pi, wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Ist zumindest besser als vorher. 11 ist besser als vorher. Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Oha. Reinhold. 106. Stehe aus blaue Ziehen gegen Schnee. Ja. DDVA 19. Nof dies.
Aha. Juvenna Hamp. Natürlich. Suchen nach einem Canvas finden. Oh Gott. Ich fühle mich dreckig, dass ich das vorgelesen habe. Oha, Arrowwood. Dann werden meine Privilegien für dich überdenken. Ach. Wie ist dein WLAN-Passwort? Ich spüre nämlich eine Verbindung. Ach. Ich habe jetzt einen. Ich bin nur hier, um meinen Freund zu stalken. Wer nicht. Das sexy Team sucht dich. Nice. Okay. Das wiederholt sich immer nur. Cosplay Girl. Miles Moran, das ist. Bitte verklappt uns nichts, Typ.